Sie kennen jemanden, der überhaupt keine Ahnung von der Jagd hat? Oder jemanden, der Wissen mit Vorurteilen entgegnet? Dann sollte es heißen, ab ins Revier. Die Jagdmedien des Deutschen Landwirtschaftsverlags haben in Kooperation mit dem Deutschen Jagdverband eine neue Imagekampagne ins Leben gerufen. Die Initiatoren erklären, worum es dabei geht. Gemeinsam Jagd erleben ist eine Initiative von den DLV Jagdmedien gemeinsam mit dem Deutschen Jagdverband. Die Initiative startet jetzt hier auf der Messe Jagd und Hund in Dortmund. Unser Ziel ist es, Jagd transparent zu machen in der Bevölkerung, Jagd viele sympathische Gesichter zu geben. Und deswegen rufen wir Jäger auf, Nichtjäger mit ins Revier zu nehmen. Wir haben für Sie einen kleinen Leitfaden erstellt, gemeinsam mit dem Deutschen Jagdverband, sprich die DLV Jagdmedien, unsere Jagd, die Pirsch- und Niedersächsische Jäger. Haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, worauf kommt es bei so einer Aktion an? Worauf müssen Sie als Gastgeber achten, dass sich Ihr Gast wohlfühlt? Wie machen Sie die richtigen Fotos? Wo müssen Sie die hinschicken? Und dafür gibt es diese kleine Broschüre. Wir sind in den letzten Zügen einer zweiten Broschüre, die richtet sich dann an den Nichtjäger. Dass man als Jäger, wenn man jemanden mit auf den Hochsitz nimmt, auch die Möglichkeit hat, nochmal ein paar Informationen schriftlich dem Interessierten an die Hand zu geben. Und wir werden Mitte März dann alle Kreisjägerschaften auch anschreiben und mit beiden Broschüren versorgen. Und im Nachgang können beide Broschüren bei DLV Jagdmedien und beim DJV auch bestellt werden. Jetzt liegt es an Ihnen. Machen Sie mit, unterstützen Sie die Jagd. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Viel Spaß mit Ihren Jagdgästen und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Die ersten Reaktionen der Messebesucher waren durchweg positiv. Ich finde die Aktion super, weil man einfach mal den Leuten, die nichts mit Jagd zu tun haben, was mitgeben kann, die der Jagd ein bisschen näher bringen kann. Und ich finde es vor allem gut, dass man so ein bisschen einen Leitfaden bekommt. Also wie sollte man mit den Leuten umgehen, auf was sollte man achten, sodass man sich als Jäger nicht sofort falsch verhält und in kein Fettnäpfchen tritt. Ich finde es eine hervorragende Aktion, die Jägerschaft wieder in der Öffentlichkeit in ihrer Wertigkeit darzustellen. Ich nutze diese Möglichkeit und nehme meine Landwirte, die ich ja immer in den Revieren habe, auf den Hochsitz mitzunehmen, gerade zur Schadenszeit, wenn die Sauen in den Weizen ziehen, ja, dann möchte ich denen zeigen, wie schwierig es ist, Wildschäden überhaupt zu verhindern und einen gemeinsamen Konsens zu finden. Also das ist eine super Aktion, ist aber aus meiner Sicht auch für einen verantwortungsbewussten Jäger selbstverständlich, dass er da einsteigt, auch bei mir als Familienvater meinetwegen in Richtung Kindergarten, Eltern, Schule und sowas alles, hat man da ständig auch Berührungskontakte und auch eigentlich darf man keine Berührungsängste haben und muss eben da seine Sache auch vertreten. Alle Jägerinnen und Jäger des Landes sind aufgerufen, an der Aktion teilzunehmen. Bessere Werbung gibt es wohl nicht für unsere Passion. Sämtliche Informationen zu gemeinsam Jagd erleben finden Sie unter www.jaeben.jagderleben.de.